Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir schon noch ein paar offene Aufträge gemacht und aktuell suchen wir ein Riesenfossil, aber sind erstmal zu einem Schrein, weil hier ein Schreinsignal war. Da haben wir uns das erstmal angeschaut. Dort sind Xalfos und da unten ist ein Deich. Wir gucken mal zu dem Teich, was das damit auf sich hat. Da irgendwas von Belang. Ich heb mal kurz den Stein auf, aber früher waren unter vielen Steinen Crocs, aber jetzt unter den wenigsten noch welche übrig. Ist hier irgendwann manchmal eine Höhlenöffnung oder sowas. Aber hier gleich direkt neben dem Stein. Was liegt denn hier? Frostling. Das muss man mal auf der Karte gucken. Wo das war. Also wir müssen jetzt geradeaus gehen sozusagen. Um an die Stelle. Das war ja auf dem Berg. Wahrscheinlich ist es irgendwo drunter. Da muss ein Höhleneingang irgendwo sein. Wir müssen trotzdem erstmal in diese Richtung grob. Ich weiß nicht, in das Wasser will ich vielleicht doch nicht rein, weil das wird sehr kalt sein. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Ah, wir sind direkt unter dem Schrein. Können wir mal reinspringen? Was war das? Oh, egal. Glutforelle. Eine Glutforelle, aha. Nö, hier scheint nichts zu sein. Dann machen wir den Weg nach oben. Und ich komme nicht genau neben Exalfus raus. Nö. Sind genau wieder bei dem Schrein, so. Wie kommen wir da am besten? Wir müssen nach oben wahrscheinlich. Nicht hier. Um in die Richtung zu kommen. So, darüber geht's. Karte. Ja, gehen wir lieber in die Richtung, wo der Elch ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo möglicherweise ein Eingang ist. Ein Rumi. Oder sonst sowas. Ich muss mal hier hinten gucken. Und jetzt gucken wir vorne. Also oben auf dem Berg wird es ja nicht sein. Guck mal hier unterhalb. Ich gehe jetzt einfach mal hier ringsherum. Irgendwo in die Richtung sein. Ne? Sehen wir einen Rumi, der uns vielleicht Hinweis gibt.
Da ist da irgendwas. Da ist was. Aber Rumi habe ich nicht gesehen. Aber. Entdeckt. Hepa, Riesenfossil, alles klar. Na gut. War es doch die richtige Idee, hier lang zu gucken. Es ist unvollständig. Ich habe mir schon gedacht, dass du auch hier auftauchen würdest. Hey, sieh doch nochmal dieses putzige, alles verschlingende Maul von dem Kolosswalfossil an. Ob sich hierbei um eine andere Art Kolosswal als die in Eldin handelt? Oder vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Exemplaren dieser Spezies? Wer weiß. Nur ein Jammer, dass sich ein paar der Knochen vom Skelett gelöst haben. Fehlen? Schau dort drüben. Wo? Ein Knochen der Brustflosse hat sich gelöst. Und auch ein Wirbelsäulenknochen. Ach, bin ich den ganzen weiten Weg umsonst gelaufen? Ich will den Kolosswal in seiner ganzen Schönheit bewundern. Die fehlenden Knochen müssen doch hier sicher noch irgendwo sein. Ich würde jeden Preis dafür bezahlen, um einmal das komplette Skelett sehen zu können. Und jeden Preis bezahlt sie bestimmt nicht. Da hinten ist was. Oder war das nur ein Stein? Das ist nur ein Stein. Also da fehlt ein Knochen, der müsste auch nicht zu klein sein. Das Ding ist verdächtig. Höchst verdächtig. Sehen, das zünden wir mal an. Wir haben ja genug von den Feuerfrüchten. So, jetzt müsste es eigentlich schmelzen. Ah, es taut. Dauert nur seine Weile. Aber die ist da auch wirklich was drin. Muss ich halt meine Flammenwerferwaffe. Habe ich überhaupt noch eine? Nicht verwenden. Ja, die hier hatte ich. Theoretisch. Aber vielleicht geht es ja auch so. Und da würde ich die nur alle machen mit der. Noch dampft's, also noch taut's. Ich kann ja auch das Holzstückel noch ein Stück näher ranschieben, wenn es nicht mehr geht. Kann zwar sein, dass ich es dann nochmal neu anzünden müsste. Aber solange es noch taut, man sieht ja, dass es taut, ne? Hoffentlich ist nicht ein. Ah, oh, okay. Wollte gerade sagen, hoffentlich ist nicht eine Leune drin. Der mich dann angreift. So. Das war ja auch in der Nähe von dem Ding. So, wie kann man das jetzt? Einmal rum. Schräg. So hier? Nee, andersrum, glaube ich. Ja, andersrum. So, muss es passen. Hat aber noch nicht Schnien gemacht, also ist noch irgendwas falsch. Mal gucken. Ah, muss noch ein bisschen zu mir gedreht werden, ne? Die Drehung ist noch nicht richtig.
Ah, okay. So, das war Nummer 1. Und da wird der komische Knochen ja irgendwo da vorne sein oder auch in der Nähe. Was? Da dahinter muss ein Schrein sein, hier irgendwo. Na gut, aber nicht von der Höhle aus. Jetzt suchen wir erstmal den einzelnen Knochen. Was ist da? Was ist das, was da hier an der Wand steckt? Na, komm her, du Unobo. Und gleich nochmal. Das ist bestimmt der Knochen. Den muss man freisprengen. Ah. Ganz schön großes Ding. Jetzt können wir uns wieder als Paläontologe beweisen, dass wir den richtig einsetzen. Also. So. Wenn nicht, drehen wir es noch ein paar Mal. Also so nicht. Das sah schon nicht ganz verkehrt aus. Eigentlich sieht es gut aus. Aber wer weiß, wer weiß. Ha! So war's richtig. Gehen wir zurück zur guten. Und so soll sich das dann nochmal genau anschauen. Jetzt sieht es doch komplett aus. Guck mal. Ach ja, umsonst gelaufen. Bla. So gern vollkommen bewundern. Ich hab's gebaut. What? Unglaublich. Er ist wieder ganz. Ach, sieh dir diese elegante Form an. Ein wahres Kunstwerk. Vom Maul bis zur Schwanzflosse. Und jetzt, da jeder Knochen wieder an seinem Platz sitzt, wirkt er noch gleich viel schöner. Du hast ihn wieder ganz gemacht, stimmt's? Vielen lieben Dank. Hier, eine kleine Belohnung dafür, dass dank dir mein Traum wahr geworden ist. Ich denke, du zahlst jeden Preis. Dann gibst du nur 50. Na, egal. Ich könnte noch stundenlang hier stehen und diesen Kolosswal bewundern, aber es gibt noch einen weiteren Kolosswal, der dort draußen auf mich wartet. Den will ich unbedingt auch noch sehen. Dann wird mein letztes Reiseziel also der Kolosswal in Gerudo sein. Lass mich mal kurz den Blick auf deine Karte werfen. Guck mal hier. Oh. Ungefähr hier müsste er sein. Ach, wie der nächste Kolosswal wohl aussehen wird? Zeit es herauszufinden. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja, mach dich mal auf den Weg. Wenn ich hier ein Hebra bin, weiß gar nicht, ob ich Hebra schon Frieden gebracht habe, aber ich würde mal gucken, wo der Schrein jetzt war. Da hinten muss es brennen, ne? Zumindest das Schreinsignal. Vielleicht, hier war Salz oder was ist das? Ja, tatsächlich. Hier ist mein Feuerchen. Ich dachte, hier wäre irgendwie ein Schreinsensor angegangen. Jetzt springt er nicht mehr an. Oder war ich noch weiter hinten in der Höhle? Ja, hier. Hier dahinter. Sehen.
Jetzt höre ich nichts mehr, aber muss ja hier unten irgendwo sein. Wird auch nicht gesagt, höher oder tiefer, aber dort. Gehen wir zu den Eisdingern und gucken, ob da möglicherweise ein Höhleneingang dahinter ist. Ne, sieht nicht so aus. Dann würde ich mal in die andere Richtung gehen. Weil hier geht es ja abwärts, ne? Da ist dann da unten nichts mehr zu erwarten. Jetzt kommt wieder das Signal. In der Richtung. Da ist ja nicht mehr viel. Damit irgendwas. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Irgendjemand hat uns angegriffen. Exalfos. Man muss hier irgendwo in dem Felswand sagen, ist dort ein Höhleneingang oder sieht es nur als eine dumme Pflanze? Dem Kirschbaum was geben. Also wieder weiter unten. Mal gucken, ob hier noch was kommt. Wenn nicht, ziehen wir weiter. Ah, Höhleneingang. Gefroren. Zur Frage, kann uns hier der Freund Blase was helfen? Naja, ist ja theoretisch offen. Komm, Wolf, du könntest mal davor ein bisschen Feuer machen. Gefrorenes Luxuswild. Und Edelwild. Ja, hab's so lange liegen lassen. Achso, Provianttasche ist voll, ne? Ein bisschen hat's geholfen, aber nicht viel. Zischt immer mal, aber dann machen wir es genauso wie eben. Wir nehmen das tragen. Nee. Oh, das sind Höhle am Bergfluss. Das sind Bockblins. Die muss ich ja nicht auftauen. Komm ich da hoch mit dem dicken Sprung? Beziehungsweise, wo komme ich raus? Ist da oben, geht es da oben weiter? Nee, dann gehen wir zurück. Okay.
So, falls jetzt hier ein Dingsbums kommt, müssen wir eine andere Waffe nehmen. Denn das Ding. Jetzt mal gucken, ob sich hier was tut. Da geht's weiter. Und die Tauen auch. Okay. Ich hatte es zwar nicht gesehen, aber so Zufall hilft hier manchmal auch. Und die gefrorenen Bockblins habe ich jetzt gefroren gelassen. Der große, der taut nicht. Komm ich schon vorbei? Nee. Oder? Ja, so geht's. Na gut. Jetzt wäre es auch so gegangen. Schade, dass ich das Feuer nicht einfach hier rüberziehen kann. Mal wieder Holz hacken bei Gelegenheit. Wow. Ja, brauche ich gar nicht. Brauche nur drauf rumzutanzen. Okay. Oh. Wow. Willst du? Ja, Bursche. Macht die anderen auch mal ein bisschen was. Ist da noch jemand? Oh, da ist noch einer. Da oben. Wie kriege ich denn das? Aufgetaut? Nehme ich doch mein Tau-Dings. Oh, wieder sowas. Was muss ich denn diesmal machen? Läutert übel, alles klar, was ist denn los? Werkzeug habe ich nicht in Händen, das habe ich schon gemerkt. Und wie heißt der gute Schrein? Finte! Finte. Muss ich hier erstmal alles aufheben. Als Waffen. Den Prügel. Well.
Habe ich fusionieren ausgewählt? Synthese, ach so. Synthese, okay. Sehen aber, wie du weggeht, das wieder. Nah an den anderen dran. Eigentlich auch. So. Davon. Stachelkeule. Stecken wir alles ein. Da ist schon wieder einer. Ich stehe noch irgendwo so ein Bombenfass. Sehe zwar keins. Ist noch irgendwas Schönes ranfusionieren. Was hängt denn da oben? Das wäre eine Falle, ne? Wenn er da drunter läuft, könnte man da durchschießen. Aber das dauert mir jetzt zu lang. Bogenschütze. Hat gleich einen Pfeil fallen lassen. Ja. Okay. Das ging. Musste sich nur Eisen vorknöpfen, ne? Okay, und wieder zurück. Ist hier noch irgendwas, was der fallen lassen hat? Nö, ist alles weg. Ja, hier hätte man sich sicherlich einige Fallen bauen können. Und vielleicht ist hier auch noch eine Kiste. Wir können mal gucken. Achso, die Kisten sind ja meistens bei solchen Schreien am Ausgang. Also, wo ist jetzt aufgegangen? Da drüben. Ist hier eine Kiste drin? Sonst können wir ja auch noch mal gucken, wenn hier keine ist.
Ja, hier ist eine. Also das ist die Scheinkiste. Sehen, was gibt's hier? In mächtigen Konstruktburgen Schnellfeuer. Schnellfeuer klingt natürlich interessant. 24, aber ich, nee. Nee, die anderen sind besser, sind schnell. So schnell musst du gar nicht feuern. Aus hier. Beziehungsweise erstmal Belohnung abholen. Ja, der war doch ganz interessant, der Schrein. So. Was haben wir noch hier in der Gegend für Aufträge? Können wir nochmal bei den Onnis vorbeigucken? Das Pilzheiligtum soll ja auch irgendwo sein. Das können wir auch nochmal gucken. Das interessiert mich auch. Wir können jetzt zum Endboss gehen, aber nach dem Endboss kann man das ja alles nicht mehr machen. Und ich möchte halt schon noch ein bisschen, weil die Schreine, der Schrein ist zwar zum Beispiel sehr cool, fand ich interessant. Und immer wenn ich das erste Mal sowas durchspiele, dauert es bei mir ein bisschen länger. Breath of the Wild hatte ich, wo ich das Let's Play hier gemacht habe, als das zweite Durchspielen war das. Mein erstes hat auch ein bisschen länger gedauert. Vogel auf dem Schatten, ach, da war auch noch irgendwas, ne? In der Schatten um eine bestimmte Zeit. Wie war das? Um welche Zeit? Ich hab sie gefunden. Hab's schon gefunden? Mhm. Ah ja, genau. Was, du hast die Höhle gefunden? Ja, aha. Dann war der Vogel, den ich gesehen habe, in Wirklichkeit nur Schnee, auf dem der Schatten des Sitzes fiel. Genau, das war das, was ich ohne den Hinweis mit dem Schatten gefunden habe. Ich werde versuchen, die Höhle schon bald mit Bella aufzusuchen. Aber es war doch auch noch irgendwas, wo ein Schatten von denen hier oben drauf fällt. Ich muss schon mal ins Logbuch gucken. Tagebuch. Tja, hab's nicht gefunden. Egal, dann gehe ich erst nochmal hier rüber. Hier war doch die, die Zeug verkauft. Beziehungsweise sammelt gleich wieder Holz ein. Die wollte doch Pfeile. Und ich konnte der geben, was. Oh, Herr Ritter, schön, dass du vorbeischaust. Ah. Übrigens, das Feuerholz und die Feuersteine hier haben wir während des Schneesturms gehortet. Doch nun, da der Schneesturm vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr. Nimm dir also ruhig so viel du magst, was sie doch unsere Lebensmittelvorräte betrifft. Schlecht. Hirnfische, Leuchtpilze und Frostforellen. Pfeile. 5 Leuchtpilze gegen 10 Pfeile, klar. Mal her damit. Hier auch. Pfeile kann ich nie genug haben. So. Habe ich da auch noch 3? Ja. So. So lange, bis ich nichts mehr davon habe. Okay. Frostforellen habe ich keine mehr. Gut, aber waren doch schon einige Pfeile, die wir gesammelt haben. Und jetzt gucken wir noch, doch nochmal ins Questlog, denn wir hatten ja diese Geschichte mit dem Heiligtum. In Shutars Territorium, in der Nähe eines Teichs in Hebra,
war aber Dampf. Am Ursprung des Dampfs befindet sich das lichterfüllte Pilzheiligtum. Ach so, da kann ich keinen Marker machen. Also, Shutars Territorium, wo an der Karte. Adebarsee, das ist es nicht. Uktosee. Shutars Territorium. Ja, da müssen wir hin. Ist hier irgendwo ein Schrein in der Nähe? Nee, aber einen Turm. Ja, gespannt, wie so ein Pilzheiligtum aussieht. Shutars Territorium. Also, wo war das jetzt? Wo hatte ich das gesehen? Was ist hier? Ach, der Flugplatz. Na gut, dann machen wir mit dem Turm mal hoch und dann kann ich hier einfach mal bis dahin fliegen. Ne, das sind Berge dazwischen, also von oben. Oh. Ja, witzig, wenn genau über dem Turm irgendwo ganz oben so ein Stein wäre. Und man dann sich den Kopf stößt. Manchmal eine Kiste. Da ist ein Ballon. Was ist denn da ein Ballon? Da kann man dann darüber, aber da war ich glaube ich schon, oder? Ja, ist schon aktiviert. So, das muss unter uns sein. Und zwar Nordwesten. Da. Dass wir das so ändern. Und da ist ein Drachen, aber ich glaube, da müssen wir gar nicht hin. Shutars Territorium. Nochmal Licht, Karte. Kurz gucken. Noch ein Stück. Und Warber Dampf. Dann ist das bestimmt der See dort unten. Schon so weiter runter. Da ist ein übelster Aufwind. Macht mir Aufwind. Ist das ein Hinweis? Kommt denn daher, der Aufwind? Einfach so aus dem Boot. Da blubbert's. Entdeckt. Ah. Shutars Quellwasserhöhle. Da sind sie doch. Hey Mac, hier sind wir richtig, oder? Auf jeden Fall, Ned. Wir sind dem wabernden Dampf bis zu seinem Ursprung gefolgt, einer heißen Quelle. Hier sind wir richtig, ganz sicher. Aber wo ist das Licht, das diesen Ort angeblich erfüllen soll? Du hast recht, das Heiligtum, von dem die Pilz-Enzyklopädie berichtet, muss ein bisschen anders aussehen. Irgendwo hier in dieser Höhle muss das von Licht erfüllte Pilzheiligtum aber sein. Wir werden das Pilzheiligtum auf jeden Fall als Erste finden. Also los, Mac, weiter geht's. Schwupp, sind sie verschwunden. Ja, Maxi drücken, wunderbar. Was ist das hier? Ob es wirklich existiert? Ned ist schon vorgestürmt. Ich dachte, ich könnte vielleicht unterwegs ein paar Pilze sammeln.
Oh, was für eine Überraschung. Suchst du etwa auch das Pilzheiligtum? Ich bin mir sicher, dass das Pilzheiligtum irgendwo in dieser Höhle zu finden ist, aber nett. Sie ist einfach ohne mich vorausgerannt. Was ist denn das hier? Eine Kiste. Kann ich nicht aufmachen. Muss ich erst raus. Nee, mit dem doofen Stein. Weg damit. Kiste. König Zweihänder. Vielleicht gegen das. Können wir das dann fusionieren mit was anderem und dann haben wir dann schöne. Ob es wirklich existiert, so, die ist vorausgerannt. Wo geht's denn hier lang? Gibt ja nur eine Richtung, wenn ich das richtig sehe. Wo bist du, Kollege? Ach. Aha, hier wieder so ein Dings mit einer Kiste. Nee, da in der Mitte sind nur Pilze. Klingt doch, als wäre hier so ein Vieh. Komm mal runter hier. Warum kommen die immer nicht runter? Das verstehe ich nicht. Was ist das? Bachlauf, guck mal, was da ist. Das ist mal hier. Hier ist. Das sieht doch wie ein geheimer Zugang aus. Ah, oh. Das ist also das von Licht erfüllte Pilzheiligtum, von dem ich in der Enzyklopädie gelesen habe. Einfach unglaublich. Temperatur und Luftfeuchte sind perfekt. Unter dem wunderbaren Licht gedeiht eine Vielfalt von Pilzen. Dies ist wirklich ein Heiligtum für Pilze und wir stehen mittendrin. Moment, du hier? Hast du diesen Ort etwa vor uns gefunden? No? Unglaublich, das ist unglaublich nett. Die Enzyklopädie hatte also recht. Was für ein wunderschöner Ort. Die Reise hat sich wirklich gelohnt. Aber zu dumm, dass wir nicht die Ersten waren, die das Heiligtum entdeckt haben. So muss ich leider zähneknirschend zugeben, dass die Pilze hier dir gehören. Aber sei es drum, wir erblicken das Pilzheiligtum mit eigenen Augen, von dem wir so lange geträumt haben. Als passionierte Pilzsammlerin sind wir schon damit zufrieden, an so einem wunderbaren Ort sein zu dürfen. Mac, genug gestaunt, wir sollten so langsam mal aufbrechen. Wo wollen Sie denn hin? Aufbrechen? Wohin nicht? Was für eine Frage, auf die Suche nach neuen Pilzen, die nur von uns entdeckt werden wollen. Ich bin voller Energie, sicher dank der Entdeckung des Pilzheiligtums. Jetzt, wo wir unser Ziel erreicht haben, brauchen wir sofort ein neues. So ist das eben bei passionierten Pilzsammlerinnen. Mach's gut und sag ruhig Hallo, falls du uns mal wieder irgendwo sehen solltest. Also ehrlich, nett. Ist so gierig. Also dann, danke für alles. Pass gut auf dich auf. Okay, gucken wir auch mal. Ja, hier ist auch ein Maxi-Trüffel. Sehen, dass hier noch alles gedeiht. Noch eine Maxi-Trüffel da. Da ist noch ein Maxi-Edeltrüffel. Wow, toll. Vielleicht regeneriert sich das hier auch immer.
wieder. Und was da hochzusteigen? Ich glaube nicht. Maxi-Trüffel. Das ist gut. Na ja. Hier ist schon nett. Und es sieht gut aus. Pilzheiligtum. Sehen? Wenn ich die Kamera zücke. Sehen, was kann er noch machen? So. Und jetzt wieder raus hier. Da sehe ich doch was. Okay. Yep, yep. So. Wahrscheinlich war kein Schrein in der Nähe. Können ja nochmal den Aufwind dort benutzen. Mal sehen, ob der uns irgendwo gescheit hinbringt. Irgendwie hat gerade mein Controller macht gerade Blödsinn. Der hat ein Segel nicht aufgemacht. Wo ich auf den Knopf natürlich selbstverständlich gedrückt habe. Ne? Muss ich leider erst wieder hier hoch. Und dann gucke ich mal was. Springen kann man doch auch. Jetzt. Das irgendwas. Dort. Beziehungsweise warum ist hier ein Steg, eine Lampe?
Ja. Fies. Das sieht aber verdächtig aus, kommt mal her. Es wird bestimmt ein Aufwind war. Was du damit machen soll. Ah, sind wir wieder hier. Na gut. Ich würde sagen, schauen wir wieder auf die Karte. Nach weiteren. Also hier in der Gegend ist bestimmt noch ein Schrein. Wir können jetzt auch nochmal weiter schießen lassen. Sehen, ob wir was merken. Und nochmal in die Richtung fliegen. Sehen, ob wir da noch was finden. Dort waren wir irgendwo. Ja. Bei diesen, ich kann ja mal auf dem auf der Bergspitze dort landen. Mal gucken. Den Schein haben wir sicher schon, oder? Nö, haben wir nicht. Na dann, müssen wir hin. Dachte ich doch, dass hier irgendwo noch ein Schein ist. Ladies, machen da was an. Oh. Vorwärts oder rückwärts? Das heißt Zeit umkehren. Okay.
32er. Mächtiger Konstruktbogen. Ist aber auch nicht besser als die, die wir haben. So, also irgendwo muss ein Schalter sein, der uns das dort öffnet. Verstehe. Na gut, muss schon hier drauf. Verstehe. Ha, nicht so runterfallen. Na gut, das kann man. Das Nachjustieren kann man händisch machen. So, da ist eine Kugel. Fährt rüber und rüber, ja. So ein bisschen. Ich will meinen Controller nicht, der haut mir ab. Was ist denn da los? Das gilt als Bewegung. Ich dachte, ich könnte den jetzt da hochheben. So. Na gut. Hat trotzdem geklappt. Na, das war doch interessant. Questlog. Bringe Hebra Frieden. Hebra sind wir ja. Es wurde kein Ziel. Dort irgendwo. Aha. Dort beim Stück.
Stall. Na, gucken wir auch nochmal vorbei. Nicht aus Versehen in den Schrein nochmal reingehen. So, da geht's lang. Zum Stall. Arme Ding, was für armes Ding. Ich bin ja so dankbar, dass du das goldene Pferd gefunden hast. Als das Pferd der Prinzessin verschwunden war, haben wir alle Hoffnung verloren. Wäre es verschwunden geblieben, wäre die Prinzessin sicher untröstlich gewesen. Also danke ich dir von Herzen. Bitte halt es so in Ehren, wie auch die Prinzessin es tun würde. Terry ist ja gar nicht hier, hm? Doch, da ist Terry. So, kacke halt. Die Kleidung ist nicht für diese Kälte gemacht, aber weiß, das sind das, bin ja auch ich. Geh doch ins Warme. Gibt's das, was sie brauchen können? Ja, ich nehme wieder alle Pfeile. 100 habe ich. Wow! Wow! Habe ich schon 120. So, 125. Gucken, was wir für Waffen haben. Wir könnten mal an diesen Ast was dran machen. Moblin-Hornmarsch ist schon sehr gut. Aber wir machen so ein Ding ran. Das ist immer ein. Da, kalt den Rücken. Haufenweise Siegner dabei. Tauschen wir. Mehr nicht, fast so mehr nicht. Mir scheint, du unterschätzt die prächtigen Monstermaterialien. Dass man sich Medizin verkochen kann, weißt du ja sicher, aber das ist nicht alles. Wenn du so ein Feuerflederbeißerauge in einem Pfeil befestigst, dann, oh, du wirst staunen. Der Pfeil wird von allein seinen Weg zu deinem Gegner finden, solange du ihn im Auge behältst. Unglaublich, oder? Mächtige Magie wohnt diesen seltsamen Material inne. Und habe es allerdings noch nie ausprobiert, weil ich leider keinen Bogen gespannt bekomme. Na, jetzt geiferst du richtig danach, oder? Dreimal Jossigmanns heißt top. Na gut, hier. Oh, ich bin so glücklich. Worauf warten wir? Runter damit.
Oh, mein ganzer Körper ist erfüllt von einer wunderlichen Kraft. Ah, mein Körper verlangt nach mehr, mehr, mehr. Verzeih. Reißen wir uns erstmal kurz zusammen. Hier der versprochene Schatz. Oh. Ja, ich danke dir. Also, worauf warten wir? Runter damit. Das sieht doch gut aus. Exalfos. Maske. Sonne und die Zunge hat Kiltern sehr gut nachempfunden. Trägst du diese Maske, halten Exalfo dich für einen der ihren, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Eis-Exalfo-Schwanz. Warum erstmal, was du damit machen kannst? Mehr nicht. Medizin, aber das ist alles. Wenn man den an einer Waffe befestigt, vergrößert sich ihre Reichweite beträchtlich. Nicht nur das. Fähigkeit, Gegner einzufrieren. Na los, hier. Was will ich denn sonst mit dem Zeug? Das wäre das nächste, die Hose. Bis zum nächsten Mal. So. Wir haben keine drei mehr. Wo ist mein Pferd? Hier ist doch. Da ist es. So, wo müssen wir hin hinüber zu? Da, wo es Feuer brennt. Angegriffen und da sind sie. Komm, mir helfen euch bitte. Diese Eisenkugel. Was für eine Eisenkugel? Ah. Na nun, du bist Link. Hallo, dachte mir schon, dass wir uns irgendwann wieder über den Weg laufen. Wir waren gerade so angehen, das Monsternest da auszuheben. Ah. Aber diese Eisenkugel am Eingang hat sich als Problem erwiesen und jetzt sitzen wir fest. Wenn wir da einfach planlos reinstimmen, erwischt uns die Kugel, so viel steht fest. Wenn wir nur irgendwie diese Eisenkugel loswerden können, wären die Monster der Geschichte. Okay. Stellen wir schon mal hier drauf. Und jetzt gehe ich da und da hoffe ich, dass sie die Eisenkugel mal in meine Richtung schicken. Dann werden sie schon merken, was sie davon haben. Kommen jetzt die Kollegen mit hoch. Kollegen, kommen die mit hoch? Kommen wir? Ja, na, wartet. Ah, die Eisenkugel ist fort. Folgt mir zum Angriff. Los. Thank you.
was so rumliegt, was ich aufsammeln kann. Buskbockherz. Mhm. Silberner Buskbockhorn. Das ist gut. So, wo ist er denn jetzt? Haut noch mal drauf. Kann doch nicht so schwer sein. Nur einmal drauf und das war's. Der Sieg ist unsere, alle herhören, sammeln an meiner Position. Versorgt zuerst die Verwundeten. Sobald ihr etwas zur Ruhe gekommen seid, treffen wir uns zur Lagebesprechung. Link, dir möchte ich auch für deine Hilfe danken. Könnte ich kurz mit dir sprechen? Sicher? Hm, du steckst ja wirklich voller Überraschung. Bist ganz sicher dazu auserkoren oder so. Gut, dann gebe ich dir hiermit den verdienten Lohn für deine Hilfe. Danke. Wir gönnen uns ein Momentchen Ruhe, bis unsere Kampfkünste wieder gefragt sind. Dieser verflixte Blutmond. Egal wie viele Monster wir aus dem Verkehr ziehen, das blöde Ding lässt sie alle wieder neu erstehen. Daher brauchen auch wir etwas Erholung, sonst überwältigen sie uns beim nächsten Mal noch. Und das will ja keiner. Wer sich zu viel abverlangt, der wird vom eigenen Hochmut besiegt. Pass auch du gut auf dich auf, ja? Möge das Segen der Göttin Hylia dich begleiten, tapferer Krieger. Und wir haben Hebra damit Frieden gebracht. Ah, hier wären auch noch ein paar Explosivmaterialien gewesen. So. Stachelkugelhammer? Naja, voll. Hinox-Hammer? Was? Eine 40er Waffe. Ein 40er Hammer. Naja. Da haben wir zwei. Oh, mir geht's gar nicht gut. Hab ich gerade gemerkt. Ich sollte wohl ein bisschen auf meine Lebensanzeige achten, wenn ich solche Kämpfe bestreite. Es wäre beinahe schief gegangen. Und ich hab's gar nicht gemerkt. So ein Fassanzünder aus Versehen, dann bin ich Geschichte. Ich habe zwar noch Feen, aber die wollte ich mir eigentlich aufheben. So. Nee. Eine Rösttrüffel. So eine Verschwendung. Pilz, Tomaten, Eintopf. Mhm.
Okay. Noch ein paar. Na gut. Dann würde ich sagen, diesmal haben wir uns hier in der Hebra-Region ganz schön umgeschaut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.